Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Okay. Dann los. Um es nochmal zu betonen. Äußere Luftschleuse, komm schon. Jetzt müssen wir rüber hier. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier irgendwas finden, womit wir die Reaper ein bisschen zusetzen können. So, und ich werde mal gucken, wie wir es handhaben, aber ich werde wahrscheinlich wieder alle DLCs mitnehmen, so gut es geht. Der Sturm kommt näher. Schauen wir mal, Freunde. So, wir sind jetzt auf Level 29 gerade. Wir haben jetzt 3 Granaten am Start. Okay, Granaten gibt es jetzt also auch nur auf Vorrat. Ist ja spannend. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Okay. Okay, dann müssen wir zum letzten Sicherheitskontrollpunkt. Komm an, hören Sie mich? Ja, ja. Schlecht! Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Ihr Licht. Scheiße, Cerberus. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Was war hier los? Datenpad. Von Simon Wannabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles. Aber egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva. Soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Simon. Okay. Alles schöner jetzt. Hier Datenpads, sogar Datenpads sehen jetzt besser aus. Das ganze Interface sieht... Taschenlampe! Delta Team Ende. Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianz-Soldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nächsten Raum überprüfen. Da drin ist es dunkel. Soll ich die Fenster kaputt schießen? Double Headshot. Nein, außer Sie wollen diesen Raum auch noch dekomprimieren. Zu spät. Der Schuss ging ins Leere. Ja, allerdings nicht. Okay, wo seid ihr, Schleimscheißer? So, der Disruptor müsste jetzt ein bisschen mehr Power haben, ein bisschen mehr Wumms, aber wir nehmen jetzt erstmal Kryo-Munition. Die gute alte Kryo. Da werden Erinnerungen wach. Komm schon. Komm schon. Oh yeah. Das war die Verbrennung. Die haben wir jetzt das erste Mal. Verbrennung als Fähigkeit. Das habe ich die ganze Zeit schon gewollt bei Mass Effect 2. Fand ich immer ziemlich cool bei Mordi. Ah, jetzt muss ich sagen. Wie sieht's hier aus, Freunde? Munition voll. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... War das gerade Miranda? Jetzt wissen wir, wie Cerberus sein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Geben Sie nicht sich die Schuld. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht Ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara.
Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ich habe viel, wofür ich lebe. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Okay, zu den Labors. Ihr Vorbild, das ist doch schon mal schön. So, wir haben noch eine Granate gefunden sogar. Missionsüberblick. Gucken wir mal hier. Genau, das haben wir ja gerade schon, ne? Gruppe, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob wir die Kryo noch ein bisschen aufpimpen, falls, wenn wir sie denn gerade schon mal aktiviert. So, jetzt haben wir aber echt hier krasse Punkte hier. Für jedes Ding brauchen wir 4 Punkte. Ja, das ist jetzt teilweise nicht mal allzu viel hier mit der Verbrennung und alles. Aber Liara müssen wir auch noch ein bisschen mal eben ganz kurz aufpimpen hier. Ja, das ist ja sowieso hier Aufladetempo wieder ein bisschen mehr die Dauer der Singularität erhöhen. Klar, Stase kennen wir auch. Ne? Was gibt's denn hier? Dieses mächtige Masseneffektfeld hindert einen Feind am Weitergehen. Kein Effekt bei gepanzerten Zielen. Ne? Wenn Feinde beträchtlichen Schaden erleiden, bricht die Stase zusammen. Können wir hier mal einen Punkt gehen? Haben wir allerdings noch nie in Einsatz gesehen. Warp-Munition treffen sie bereits durch Biotik angehobene Ziele, um einen Schadensbonus zu halten, und schwächen sie die Panzerung von Zielen am Boden. Erhöht Waffenschaden. Erhöhter Schaden gegen Barrieren und Panzerung. Genau, die müssen wir dann ein bisschen aufpimpen hier. Schaden bei angehobenen Zielen. Zack. Oh, wir haben gar nicht so viele Punkte. Warte, ich muss mal eben kurz ein bisschen haushalten hier. So, Warp kennen wir auch noch hier. Ja, auf molekularer Ebene werden die Feinde zerrissen, blockiert die Gesundheitsregeneration des Ziels, schwächt Panzerung. Pure Biotik verbessert biotische und defensive Fähigkeiten. Okay. Bonus auf Abklingzeiten von Kräfte. Zack. Mitgenommen alles, was geht. So, und den Rest machen wir mal einen auf Stase nochmal eben. Es geht ja schnell hier, das Verteilen. Und dann machen wir mal... Ach komm, Singularität ist eigentlich das Krasseste, ne? Aber da müssen wir jetzt ja schon hier auswählen. Jetzt geht's los, das erste Mal, dass wir hier einen Rang auswählen, was wir machen wollen. Und zwar erhöht die Dauer der Singularität um 30%. Zusätzliche Feinde können angehoben werden, bevor die Singularität nachlässt. Oder 25% größerer Wirkungsradius. 30% länger oder Radius? Ich hoffe mal, dass wir dann halt gleich wieder wählen können. Aber ich denke mal schon. Wir nehmen einfach mal jetzt hier den Radius. So, okay. Mal ganz kurz bei Ashley reingucken. Entfernungsgranate ein bisschen aufpimpen. Kein Problem. Schaden um 20% höher. Ist jetzt auch nicht so krass. Allianzoffizier erhöht Waffenschaden, Gesundheit und Schilde. Das habe ich mir natürlich schon gedacht. Und hier Waffenschaden rein hier. Zack. Bisschen mehr. Das ist quasi das Grundrepertoire, was wir brauchen. Verbessert kurzzeitig Waffenpräzision und Feuergeschwindigkeit. Ah, das kennen wir, glaube ich, auch noch von Dings hier. Aus dem ersten Teil. Das haben wir dann auch im ersten Teil selber gehabt. Betäubungsschuss. Erledigen Sie Ihren Feind mit einem präzisen Schuss auf großer Entfernung. Sehr geil. 10 Sekunden Aufladetempo. 8 Sekunden. Und ein bisschen mehr Power und Kraft dahinter. So, und die kriegt auch noch mal die Disruptor rein hier. Zack. Zwei Pünktchen. So, machen wir hier... Ach komm, machen wir hier Schütze, kriegt mal was. Dann haben wir die ja schon mal ganz aufgepimpt hier, die beiden. Aber wir wollen ja jetzt gerade auch nicht allzu viel Zeit... Ich will, dass die Bahnstation überwacht wird. Scheiße. Keiner kommt rein oder raus. Okay. Was ist das? Was haben wir hier? Eine Waffen-Mod-Station, okay. Sturmgewehre. Präzisionsgewehre. Hä? Ah, hier. Den Avenger müssen wir mal auswählen hier. Der hat ja einen ordentlichen Lensflare drauf. Das ist natürlich eine gute Sache. So, Gewicht. Ach du Scheiße, hier. Aufladetempo der Kräfte minus 14%, oder was? Okay. Das ist zu viel. Okay, ich verstehe. Und was ist, wenn wir die Waffe hier rausnehmen? Haben wir noch eine andere? Ah, cool. Wir haben hier einmal den Predator auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch die Eagle. Das ist beides von N7. N7 Eagle und einmal den M3 Predator. Okay.
Wir haben jetzt unterschiedliche Stats. Ich muss mal kurz gucken. Kapazität, Feuergeschwindigkeit. Schaden ist, glaube ich, geringer. Präzision ist aber höher. Oh, die Eagle würde ich mir echt mal ganz gern grabben hier. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt gerade ausgerüstet haben. Aber wenn, dann... Nee, wir haben, glaube ich... Gut, okay, so haben wir jetzt die Eagle drin, ne? Genau. So, den Avenger haben wir jetzt hier. Achso, okay, aber wir können, glaube ich, trotzdem alles mitnehmen. Und das Aufladetempo wird lediglich um 10% minimiert. Aber dafür haben wir jetzt wenigstens 3 Waffen am Start. Boah, Crusader. Schrotflinte brauchen wir aber nicht. So, was haben wir hier? Eine Maschinenpistole. Die brauchen wir eigentlich auch überhaupt nicht. Die haben wir nie benutzt. Okay, super. Waffenmodus, okay. Okay, was haben wir hier? Nehmen wir den Mantis oder nehmen wir den Valiant? Da gucken wir mal eben. Kapazität, Feuergeschwindigkeit geht runter, aber Schaden ist höher. Ich nehme erstmal die und dann nehme ich irgendwann mal den Mantis einfach. Oder? So ein guter Deal, ne? Trotzdem guter Deal, oder? Nun leveln hier, komm. So, die Waffen interessieren mich erstmal nicht von den anderen. Aber Hauptsache, wir sind erstmal ausgerüstet. Oh, Materialien geborgen, oder was? Okay. So, Disruptor, oder machen wir... Oh, scheiße, falsche Taste. Fuck. Sorry, falsche Taste. Deckung. Boah. Ordentlich Wumms. Sturmgewehr echt ordentlich Wumms. Das ist natürlich mega nice. So. Jetzt haben wir die N7 Eagle, haben wir auch dabei. Boah, Alter. Die ist ja geil. Die Waffen gefallen mir von Shepard. So, was ist das jetzt für ein Sturmgewehr? Mal. Sauberer Schuss. Für die Ashley. Vorsicht. Weiter vorrücken. Kommt schon. Okay, das geht auch wieder alles. Kein Problem. Du Scheiße. Oh, fuck, daneben. Oh, wir haben sogar 3 Schuss. Das ist echt... Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, wir gehen trotzdem irgendwie hier in Deckung. Wir sollten es zumindest. Okay, Disruptor hat, glaube ich, hier keine... hat nicht so viel Wirkung, weil die gar keine Schilde haben. Kann das sein? Oder irre ich mich da? Sehr gut. Okay, machen wir mal hier eine Granate rein. Ah, der war zu hoch. Zeit für ein Chip, ja? Bisher gefällt mir diese Klasse ganz gut, muss ich sagen. Okay, da kommen wir nicht durch. Den haben wir leider nicht getroffen. Im Laufen ist es wohl nicht ganz so einfach. Scheiße. Vorsicht. Wir wollen ja hier kein Risiko eingehen. Okay. Das ist nicht genug Schaden hier. Wow. Scheiße. Was soll ich tun? Sehr geil. Kommt schon, Hilfe. Okay, der fliegt erstmal eine Runde. Und kommt hier einfach unangeladen rein, ne?
Freunde! Ganz schön brutal hier, muss ich sagen. Aber so ist das nun mal. So, brutal, brutal. Gucken wir mal eben. Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Boah. Scheiße. Ja. Ja. Müssen beide deaktiviert sein, ne? Schroflinte groß. Hier haben sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Persönliche Notizen. SS Paralinguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts. Von der Sprache entziffern. Aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt. Was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein. Ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben. Aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Okay. Dass sie dem Ganzen einen Schub geben wollten, oder habe ich das jetzt gerade fehl? Okay, raus hier. Oder können wir da noch irgendwas machen? Hier nochmal rüber hier, warte mal. So. Okay, da links ist was. Großartig. Dann können wir jetzt hier durch. Ja, Munition nehmen wir mit. Präzisionsgewehr, Laufverlängerung 1. Das Gefühl. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Okay. Falsche Seite. Drehen. So, ja. Langsam aber sicher haben wir uns ein bisschen eingefunden hier bei Mass Effect 3. Ist alles ähnlich, gerade auch mit den Fähigkeiten. Ja, das mit den Upgrades finde ich eigentlich sehr gut. Haben sie jetzt mal anders umgesetzt. Achtung! Oh, scheiße. Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf Sie nicht erfassen. Ich mach mal ganz kurz eben das Tauschen, ja? Raus. Boah. Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz meinen Sniper hier auspacken. Verdammt! Keine Chance. Verdammt! Okay, sorry. Vorsicht. Besser ist. Wobei ich da. Ich kann leider nichts machen, ey. Scheiße. Bringen Sie mich hier raus. Na, wie denn, Mann? Wie denn? Deckung. Oh, scheiße, unsere Schilde sind down. Weitergehen. Sehr gut. Okay, dann müssen wir da jetzt rein. Aber im Nahkampf machen wir lieber den hier. So. Seid ihr schlimm, Scheiße. Granatenfeuer. Boah, Alter, der hat den absolut zerfetzt. Vorsicht. Lass die Schilde regenerieren. Besser ist. Okay, der hat doch jetzt ein Schild hier. Was? Centurio?
alle sind gut dabei hier. Kein Problem. Dass uns die Singularität nichts anhaben kann. So, da wären wir. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und es sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Lieutenant ist inzwischen kompetent. In der Tat. Shepard, ich habe was gefunden. Tja, so war das nicht immer.